Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück wieder zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack of the Hour. Attack of the Hour. B-Team wieder mit dabei, natürlich der Dashi, wer hat's gedacht. Hallihallo. Und schmelzt mal hier mal Zeug ein, ne? Und so. Oh, ich bin ja dabei. Was wolltest du? Kupfer, ne? Wolltest du, glaube ich, oder? Nee, Bronze. Bronze, aber ich habe ja 6 Bronzeblöcke, das reicht auch. Das reicht. Mal. Zu spät. Glaube ich. Nee, genau, mach einfach mehr, ist in Ordnung. Mach mehr. Ich habe heute mal noch ein bisschen gegoogelt über Galactic Craft. Gegoogelt. Und, oder noch? Ich habe noch zwei wichtige Items vergessen, die wir brauchen. Okay. Für unseren Weltraumspaziergang. Denn wir brauchen noch einen Anzug und eine Maske. Um halt den Sauerstoff atmen zu können, wenn macht wir dann da Sinn. Oben sind. Macht richtig Sinn. Aufzug? Leck mich! Ja. Die heißen irgendwas mit Oxygen. Oxygen. Aber das Oxygen-Gear, das ist aber alles recht einfach herzustellen. Oxygen-Pipes brauche ich erstmal, das heißt Glass-Pane. Ja, wir brauchen Glas unbedingt. Dann müssen wir wieder Sand. 200 Stück. Cobblestone, ein bisschen pulverisieren. Damit wir wieder ein bisschen Sand wieder bekommen. So. Geht halt alles weiter wie beim letzten Mal auch. Pulverisieren, dann machen wir mal das da rein. Jetzt und fern ist das hier. Angegriffen. Ja, da war eine Spinne am Ausgang. Ja, genau. Ich wollte nämlich noch gerade ein bisschen was machen, aber irgendwie habe ich erstmal Bock, was anderes zu machen. Denn ich habe ja noch ein bisschen was auf meiner Liste drauf und die will ich irgendwann mal abarbeiten, weil mich das irgendwie nur noch nervt. Und zwar hatte ich ja ganz früher schon gesagt gehabt, dass ich gerne so eine Lavagrube um unser Dörfchen herum haben möchte. Und da hatte einer gemeint, wir sollen das eigentlich 5 Felder weit weg machen von unserem Holzhäusel, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, war 5. Ich weiß nicht. 5 finde ich ein bisschen viel. Aber man kann ja so 2, 3 Blöcke vielleicht weg. Ich denke, ich weiß nicht, was Lava für eine hohe Ausbreitungsreichweite hat, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Notfalls noch ein Bedrock raus. Ja, sicher. Dann würde ich sagen, ja, wie mache ich denn den... Ich glaube, Obsidian mache ich jetzt darum, wa? Nicht, dass man da aus Versehen reingraben und dann alles rausfließt. Ist eine gute Idee, ja. Dann würde ich einfach mal 150 Obsidian-Blöcke mitnehmen und dann packt man das alles rein. Sollten wir ja genug haben, ne? Naja, ein bisschen Obsidian haben wir noch. Gut, ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach ein bisschen Clay noch. Weil ich brauche noch einiges. Mach mal. Für damit meine die Smeltery. Diese hässlichen Monster hier nicht mehr in der Nähe sind, weil die mir ziemlich auf den Sack gehen. Vielleicht 2 Blöcke, würde ich sagen. Also, ich kann es gleich mal probieren, oder? Das wird schon werden. Mein Gott, dann fackelt er unser Haus ab. Fände ich jetzt nicht halt so cool, aber... Ich eigentlich auch. Ja, aber mach mal. Na, wobei 2 Blöcke reichen eigentlich. Ich weiß nicht, warum man so empfindlich sein sollte. Machen wir mal 2 Blöcke. Wirst du merken, wenn das Haus brennt. Ja. Definitiv. Ja, wird ein bisschen dauern jetzt einfach mal ein bisschen hier, aber hier Blöcke immer. Aufpassen, dass ich irgendwo nichts Wichtiges oder so mache. Weil das eigentlich ja schon reicht. Wir müssen ja keine tiefe Lavagrube machen, ne? Das ist ja... Ja gut, aber wenn du so tiefer machst, dann ist er halt auch wieder ein bisschen weiter weg von unserem Haus, ne? Quasi. Aber nee, bleibt da trotzdem zwei Blöcke vom Haus weg. Ja, aber der Holzblock ist ja dann trotzdem noch weiter weg irgendwie, oder? Ach so, du meinst, wenn ich natürlich noch einen... Ja, das ist natürlich eine gute... Ja, hast recht. Ich fühl's ja nicht bis oben auf, sondern nur die erste Line. Ja, gut, kann ich machen. Das ist natürlich die Frage, weil ich höre schon nämlich unter mir den Dings, den... Hörst du es auch? Ja. Ist kaum zu hören. Ob man da nicht vielleicht reingräbt oder so. Ich muss mal gleich mal gucken. Das auch mal weg hier, ein bisschen ebnen. Außerdem, wenn du das 2 Blöcke tief machst, kommen die Zombies ja auch nicht mehr raus, ne? Sollten sie so auch nicht, weil ich glaube, sie kommen, oder? Kommen sie höher? Ja, die können ja einen Block überspringen. Können sie? Auch im Wasser? Also auch in Flüssigkeit?
Ich weiß, ja gut, das weiß ich jetzt nicht, Das aber glaube ich nämlich nicht. ich gehe mal von aus eigentlich eher. Ich würde das mal Jetzt habe von ich. ausgehen. Habe ich hier jetzt wieder Dirt, ne? Falls du noch Dirt brauchst und so. Nee, jetzt nicht mehr. Hattest ja früher mal Dirt. Ja. Bedürfnisse. Nee, Das jetzt ist brauche ich nicht falsch. mehr. Schade, ey. Grabe ich hier extra für dich Dirt gerade ab. Nur für dich. Nur für mich. Für dich. Und vor allem das ganze Scheiß-Schneezeug schmilzt ja dann mal weg. Brauchst du Danke. das Glas, was du gerade im Ofen machst, für Ja. irgendwas? Ja. Okay. Brauchst du's? Nee, aber dann glaube ich mit den anderen Ofen wieder. Achso. Ganz. Ja, ich hab das. Ja, ich geh mal ganz kurz was wieder was reinpacken. Damit. Ja, ich brauch die Glass Paint für diese Oxygen Pipes. Ah, okay. Damit wir etwas Luft bekommen. Du Ja, könntest genau, natürlich Thema Sand. den Graben auch nicht zwei tiefer machen. Ah, hi Minion. Das ist jetzt ungünstig, dass du hier bist. Das ist meiner, oder? Ja, das ist meiner. Weil wenn du das Mal. nämlich jetzt noch eins tiefer machst, ne, dann Ja. stehst du direkt bei meiner Smeltery drin. Richtig, denn deswegen. Also doch nur eins, ja. Meinte ich ja, also ist ein bisschen doof sonst gelaufen. Aber ich glaube, sie kommen nicht höher. Na Aber gut. gut. Aber du könntest ein zwei breit machen, dass wir auch die Spinnen erwischen. Wir können noch zwei breit machen, das ist super. Ich suche gerade meine Minions, aber das sind, glaube ich. Ach so, das sind gar nicht meine. Das sind deine, glaube ich. Meine Damit sind hier. da oben irgendwo, gerade hier hinten drin. Hinter Ja, der aber hier. Smeltery. Hier gerade welche waren. Du kannst natürlich auch zwei breit machen, das ist auch möglich. Dann mache ich jetzt noch eine zweite Line. Da kommen die Zombies auch nicht mehr so leicht rein, raus. Ne. Magst du mal kurz Tag machen? Kann ich gerne tun. Vielen Dank. Hier ist nämlich ein Skelett mit der Rüstung. Ja. Los, ey, so viele Monster hier. Ja, so ein Lava-Dings ist echt nicht schlecht. Muss ich natürlich gleich noch Obsidian. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus da unten, aber egal. Alles zur Sicherheit. Naja, mich stört das ja weniger. Ja, sieht alles kacke aus hier. Hauptsache es funktioniert. Damit ich so ein bisschen meine Liste ein bisschen kleiner kriege, weil ich habe hier ewig viel Zeug noch drauf rumstehen. Was habe ich hier noch? Leon Stab hat immer geschrieben, dass wir einen Teppich machen könnten aus Wolle. Könnt ihr einfach vor die Tür einen Teppich machen und unten drunter einen Faden vor einer Sp von einer Spinne. Dann kommen anscheinend die Monster nicht mehr drüber, irgendwie so, hat er mal Okay. gemeint. Aber ist. Oh, hi. Danke. Ja, hat er mal irgendwann mal geschrieben gehabt. Das hat auch schon ein bisschen alles her. Und jetzt muss ich natürlich. Oh Gott, magst du mir dabei helfen? Nee, wa? Bei was? Ist jetzt eine Line darum halt nochmal, damit das Obsidian rein kann. Ach so, einmal komplett außenrum quasi. Also da, wo es jetzt frei ist, kommt dann theoretisch halt Lava rein und darum herum muss jetzt halt Obsidian. Jo. Ah ja, versuchen wir es mal. Und halt unter die zwei breiten Dinger halt auch noch. Schauen wir mal, ob das das wird. Kriegen wir schon hin. Ja, sicherlich. Was machst du gerade sonst so? Ich? Ja, in der Schmelze halt, ne? Hier ist eine Chest. Okay. Kann ich ein Dings draufsetzen? Da hast du aber irgendwas verdödelt, oder? Da hast du drei breit. Nee. Hi. Da kommt der Ah, Dings hin dann. den Abstand hast du ein bisschen verdödelt. Wo Vom bist denn du? Haus. Am Eingang vorne. Achso, warte, ich komme. Ja. Hier. Jo, die Line habe ich ja hier nicht abgebaut, die hier. Oder wo Ja, meinst du ja? Ach nee, so, du. weil Nee. Hä? ich habe jetzt hier Zwei, drei. schon weggegraben. Ah ja, nee, ist alles richtig. Und wo war ist jetzt das Problem gewesen? Weil du ja hier jetzt Obsidian hinmachst. Ich mach da jetzt mal Ah, kurz warte, ich habe Kabel hin. Obsidian. Ach so, Da ja. kommt der Obsidian hin und dann kommt es ja Genau. hier weiter. Da hast du quasi hier einen Abstand Obsidian und hier hast du zwei. Genau, das ist natürlich noch falsch.
Ja, sag ich doch. Ja. Gutes Tashi, gut aufgepasst. Ja, siehst du mal. Ja, innen ist einfach als außen, weißt du? Naja. Auf die andere Seite. Ja, so ist das. Einfach. Ja, und hat ein bisschen gegoogelt halt über Galacticraft heute. Gibt auf jeden Fall Schickes auf dem Mond und so weiter. Also es gibt Space Station, da gibt es so eine Para-Chest. Eine ganz normale Chest, heißt halt nur anders. Und gibt es auch noch. Wie heißen die? Evolved Creeper, glaube ich. Also alles. Creeper, Zombies, Spinnen und so weiter gibt es halt auch, aber sind halt ein bisschen anders. Haben halt auch Okay. einen Lufthelm auf. Auch sehr witzig aus. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, kann aber noch ein Weilchen dauern. Wieder so ein Ach ja, Bauprojekt nebenbei mache. ich hab Zeit. Eigentlich gerade? Ha? Bist du eigentlich gerade? Vorne am Eingang noch. Naja. So. Shit. Werde ich jetzt einfach mal Obsidian hinsetzen. Bin ganz vorsichtig. Ich mach's nicht weg, wenn du dich versetzt. Weil das Obsidian auch hässlich aussieht, ne? Oh, ich das Obsidian benutzen könnten. Das sieht ein bisschen doof aus. Ich mir gleich mal einen Chisel. Ja, ansonsten muss ich mal ganz kurz meinen Game Mode anmachen. Ganz aus Versehen ist meine Aufnahme mal unterbrochen. Ja. Ich krieg alles mit. Ich werde mal noch ganz kurz ein neues Silber oder so reinpacken, was geschmolzen wird. Was packst du rein? Silber. Oh, jetzt habe ich Silber, okay. komischerweise alles rausgenommen. Warum das denn? Komisch. Ja, ich wollte einfach mal. Ah, wir haben so viel Platz, ist ja heftig. Molten Tin. Dann mache ich da eine Brause draus. Achso. Gut, also noch keine Blöcke rausmachen, oder wie? Nein. Das ist nur doof, wenn ich das Silber reingepackt habe. Kann Ja. er den Minz nicht mal zurückrufen? Nö. Okay. Die stehen da ganz gut, finde ich. Naja, ist bedingt. Bedingt. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Warum bin ich hier runtergegangen? Genau, Ich weiß weil ich es einen Schissel nicht. haben wollte. Ein Schissel! Dann schüssel du mal. Um zu gucken, welcher Obsidian-Block denn schön da hinten aussehen könnte. Ganz allein nach mir. Du bist egal. Na gut, kann ich mitleben. Schüssel, da ist er. Kannst du mit leben, ja? Ist ja gut. So, Sand. Wollte ich das hier reinmachen? Smelter. Keine Ahnung. Ach genau. Ne, nicht in den Smelter, sondern in den Pulverizer wollte ich das reinmachen. Ey, in den Furnace, genau. Da wollte ich das reinpacken. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass unsere Smeltery überläuft. Ja, wird sie auch. Aber egal. Ja, genau. Läuft sie schon über? Natürlich die Frage, welches nehmen wir davon? Welches? Ich werde einfach mal. Anzeigemäßig läuft sie über, aber jetzt so von den Blöcken her irgendwie nicht so. Glaube, es gab irgendwie 8 Obsidian-Dinger oder so, die wir einfach mal schisseln können. Habe ich einen Schissel jetzt dabei? Habe ich dabei. Scheint, als passe da mehr rein, als da angezeigt wird. Okay. So, dann Zumindest schauen wir mal. geht der Stand über die Anzeige hinaus. Das sieht kacke aus. Außer dieses komische Glänzen sieht irgendwie alles scheiße aus. Das hier wieder mit glänzender Obsidian. Geil eigentlich aussieht. Bedingt, ne? Bedingt. So, Schüssel. Zeug hier. Und jetzt kommt Obsidian rein hier. Theoretisch hier. Oder hier. Ja, war schon richtig. Wenn ich rüberklettern können oder so. Obsidian! Da kommt sowieso Obsidian dann drüber, oder? Nee, das kommt gar nicht rüber. Ach, das muss ja rüberkommen. Gott, oh Gott. Ein bisschen schwieriger. Wobei?
Was machst du denn schon wieder? Wenn ich hier die Dinger hinmache, dürfte es ja da gar nicht lang fließen. Das heißt also, das kann ruhig. Nix, nix. Geh weg. Okay. Ich mache überhaupt nichts. Gut, ich mache überhaupt nichts. Ich mache überhaupt nichts. Ja. Wenn ich das sagen muss, das ja stimmen, ne? Ja. Wenn ich die Befürchtung habe, dass es nicht so ist. Naja. Dann wäre das halt so. So. Ich glaube, gleich kommt Obsidian mehr. Ich glaube, wir müssen wieder ein neues Obsidian machen. Warum ist hier so ein. Da hässliche Kackpflanze. So, eine Seite fertig. Jetzt kommt die Außen. Hattest du die Außenseite komplett gebaut gehabt oder war ich da irgendwo noch? Ich glaube schon. Am Werkeln. Guck mal gleich mal. Ich habe auf jeden Fall vorne am Eingang noch ein bisschen was gemacht gehabt. Zwei Blöcke und, ah ja, hier hinten war, hier war ich noch stehen geblieben, glaube ich. Weiß gar nicht, ob das ist oder du. Aber egal. Ach, bestimmt du. Ja, sicher. Du hast nicht die unterste Reihe weggenommen. Nur die unterste Reihe hat er weggenommen. Wie die unterste, achso. Hä? Ja. Na, da war noch eine zweite Reihe an Erde drüber. Achso, ja. Aber ist egal, hab ich ja gerade gesagt. Ja, dachte ich mir auch, dass es egal ist. Kannst du mal ganz kurz im Igneous Extruder, wenn du da bist, mal ein bisschen Obsidian machen? Kann ich gleich machen. Ja, sonst bin ich da und dann brauche ich dich nicht mehr. Brauche ich dich nicht mehr. Aha. Das war geplant. Na sicher. Ich habe kein Obsidian mehr. Ah ja. Ich danke, aber 64 reichen nicht. Ich habe nicht mehr. Was? I need more. Ich brauche aber mehr. In der Truhe ist doch noch. Ja, dann bring es mir bitte. Oder ich hol es mir gleich selber ab. Ich bring's dir doch schon. Aber nicht von dir. Ja, nett von dir. Ich bin mal am Eingang. Sieht zwar nicht so cool, nicht so super aus, aber naja. Gott, wird schon was werden. So, Dankeschön. 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 So, damit solltest du erstmal arbeiten können. Ah, minimal würde ich sagen. Minimal. Aber es sieht schon cool aus, finde ich. Mag Obsidian. Schüssel. Und noch mehr Schüsseln. Oder was sagst du zu der Farbe? Ja, geht schon. Ich weiß nicht, was noch so alternativ geht oder wie das bei deinem Texture Pack halt aussieht, ne? Alles kacke. Beim Set 0. War sonst alles kacke. So, jetzt muss ich natürlich den Boden noch ausgraben, aber das sollte ja auch kein Problem sein. Dann braucht man nämlich diesen Block hier überhaupt gar nicht wegmachen, weil der dürfte eigentlich überhaupt gar nicht in Berührung kommen. Das ist völlig Latte. Warum sind hier eigentlich drei Felder? Hier ist ein Mistakes happen, naja. Nee, drei Felder ist uncool. Kann die machen. Wo muss der hin? Muss ich da noch aufpassen, was du da oben schon wieder treibst? Ja, irgendeiner von uns beiden hat Kacke gebaut. Du? Sicher! Wer hat wo Kacke gebaut? Wolltest du nicht, hattest du mal versucht, wegen der stärksten Spitzhacke, hattest du das mal angeschaut gehabt oder hatten wir dafür kein A-Date mehr gehabt? Was waren da? Keine Ahnung. Kobalt-Hackenkopf, Ardite, Tool, Rod und Paper-Binding. Ja, was hat der Kobalt gehabt? Und das andere Ding gefehlt, deswegen haben wir das ja aus diesem anderen... Ach, hast du die gemacht? Manylium gemacht. Manylium? Oder? Hast du es gemacht? Ich weiß es nicht. Hab ich es gemacht? Guck mal nach, ob du die gemacht hast. Ja, ganz cool, um mal zu wissen, wie lange die für den Obsidian brauchen. Nö, die habe ich scheinbar nicht gemacht. Magst du die mal machen? Mag ich die mal machen? Kann ich mal machen. Oder ist die da irgendwo? Nö. Ja, ich glaube, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe den Cleaver gemacht, das war's. Ah ja, gut, der war jetzt auch nicht so wichtig, wa? Nee, aber du wolltest ihn haben. Ich wollte ihn nicht haben, ich habe ihn vorgelesen, was er mir geschrieben hatte und dass das die stärkste Waffe ist. Na gut, dann hau ich halt noch ein bisschen Manylium in den Smeltery rein. Wir haben noch Manylium? Ja. Okay. Hi. Was machst du denn hier? Geh raus. Aua. Aua. Von der anderen Seite. Könntest hier auch Glas hinpacken.
Oh, ist mir zu risky, wenn jemand das Glas kaputt macht, dann kommt die ganze Lava rein. Na gut. Ich kenne dich ja, du ungeschickter Bautölpel, du. Ich. Natürlich, du. Bau nie so. Um was falsch. Ja, ja. Ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Das wäre natürlich mega cool gewesen, hätte ich das meine Imps graben lassen können, aber ich glaube, die sind zu dumm dafür. Hätten die alles weggegraben, ne? Ja. Mal gucken, wie es dann drin aussieht, wenn wir hier alles voller Obsidian haben. Finde ich ganz cool, aber naja. Hält zumindest ein bisschen die Monster ab, denke ich mal. Hoffe ich mal. Hoffst du, ja. Hoffe ich auch. Aber das geht mir richtig auf die Säcke, ey. Ja. Da liegt unglaublich viel Dirt. Falls du Dirt wieder brauchst, ne? Und so. Ja, es liegt unten im Lager drin. Hast du sonst immer Dirt geschrien? Ja, jetzt brauche ich gar nichts mehr, jetzt habe ich mein Dirt. Ah, toll. Jetzt mache ich mir extra die Mühe, hier so einen Graben zu machen, nur wegen dir? Hättest du mal früher auf die Idee kommen können. Nee. Da hat es ja gebraucht. Ah ja, ich arsch schon. So, wir müssen mal ganz kurz mal eine Pause machen, auch wenn es mich stört, mitten im Bauen hier Pause zu machen, aber müssen wir leider. Weil die Zeit schon wieder rum ist und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis dann. Tschüss. Tschüssi.